So, in diesem Video soll es mal kurz um das Grundwissen ums BAföG, also Berufsausbildungsförderungsgeld, gehen. Ich möchte nämlich, dass die unter euch, die das nicht brauchen, Ausbildung machen, schon groß sind, keine Ahnung, dass sie trotzdem wissen, worum es geht. Denn das ist eigentlich das Recht von jedem, damit jeder weiß, worum es geht und weiß, warum die Partei welche Meinung hat. Deswegen sage ich etwas zum BAföG mit ein bisschen Kritik gegenüber Hartz IV, aber lasst euch überraschen. Ich rechne ein bisschen rum und erzähle euch, warum ich das jetzt alles so miteinander vergleiche. So, zum Grundwissen BAföG ist anzumerken, dass ihr nicht viel Wissen über das BAföG haben müsstet. Zum BAföG ist zu sagen, dass ein Student oder eine Studentin im Monat maximal 580 Euro bekommt. Und davon sind 224 Euro für eine Wohnung gedacht, natürlich Warmmiete. Es ist in großen Städten gar nicht möglich, eine Wohnung für 224 Euro Warmmiete im Monat zu bekommen. Es reicht allenfalls für Studentenzimmer in Studentenwohnheimen. Aber dort auch nicht für alle Wohnungen aller Preisklassen. Und bei Studentenwohnheimen muss man teilweise 2 Jahre warten, um einen Platz zu kriegen. Zumindest war das 2013 in Hannover so. Von diesen 580 Euro müssen 290 Euro zurückgezahlt werden. Da man aber 224 Euro von diesen 580 Euro mindestens für die Wohnung zahlen wird, bleiben einem Studenten oder einer Studentin nur dann 580 minus 224, also 356 Euro im Monat zum Leben über. Davon gehen dann 150 Euro im Durchschnitt. Das kann natürlich variieren, plus minus, ist keine Frage. Das geht dann für Lebensmittel und Hygieneartikel etc. weg. Dann bleiben 206 Euro. Von diesen 206 Euro müssten eigentlich noch die Studiengebühren bezahlt werden, welche im Semester ca. 800 Euro betragen, also auf den Monat gerechnet, also 800 durch 12, durch 6, etwa 133 Euro. Würde man monatlich zu Studiengebühren zahlen, also nur in den Ländern, in welchen Studiengebühren noch an der Tagesordnung sind, dann blieben jetzt 73 Euro über, um sich seine Lernmittel wie Bücher beispielsweise oder gelegentlich Fahrkarten nach Hause, Sport, Freizeit, Kultur oder Musik zu bezahlen. Kommt ein Student oder eine Studentin mit diesem Geld hin, kann er oder sie vielleicht noch nebenbei arbeiten, um sich seinen oder ihren Lebensstandard so zu erhöhen sozusagen. Das klingt an sich sehr schön, doch die Rückzahlung bleibt. Nach dem Studium hat ein Student nach dieser Rechnung, wenn wir von 6 Semestern Regelstudienzeit ausgehen, was 3 Jahre beträgt, da hat dann jeder Student 10.440 Euro Schulden mindestens. Mit über 10.000 Euro Schulden geht also der deutsche Durchschnittsstudent in das Berufsleben rein. Bevor ein junger Mensch nach dem Abitur anfangen kann zu arbeiten, hat er oder sie mindestens 10.000 Euro Schulden. Das ist der deutsche Standard für Studenten. Da ist dann die Frage, ist das gerecht? Im Vergleich dazu betrachten wir mal kurz das Arbeitslosengeld II, Hartz IV. Der Regelsatz für das Arbeitslosengeld II, Hartz IV, beträgt 382 Euro. 382 Euro seien also zum Leben da und jeder von euch hat mitbekommen, dass sich die Langzeitarbeitslosen, die Hartz IV empfangen, darüber beschweren, dass dieser Satz nicht die Sicherung des Existenzminimums darstellt. Rechnen wir jetzt noch einmal kurz vom BAföG, von den 580 Euro, die eben ausgerechneten durchschnittlichen monatlichen Beiträge für Semestergebühren, also 133 Euro ab, und ziehen wir auch noch die höchste Miete von maximal 224 Euro ab. Dann erhalten wir einen Betrag von 223 Euro, der sich der Student zum Überleben leiht. Wir müssen beachten, dass hier die Miete abgezogen wurde. Hartz-IV-Empfänger bekommen 382 Euro mindestens, die Miete wird separat noch extra dazu gezahlt. Da stellt sich jetzt mir persönlich die Frage, warum Hartz-IV-Empfänger über ihre Existenz und ihr Überleben klagen, wenn Studenten gerade mal 58% des Geldes bekommen, was Langzeitarbeitslose bekommen, dieses Geld aber auch noch zurückzahlen müssen. Die Frage bei der Bundestagswahl 2013 ist jetzt allerdings, ob das BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden soll. Und es gibt zum Glück auch einige Parteien, die jetzt anzweifeln, dass das BAföG genug ist und dass das gerecht ist. Es gibt also glücklicherweise mehr Leute, die da zweifeln und so denken wie ich und glauben, dass Studenten ein bisschen mehr Geld zum Überleben brauchen. Das zu diesen 580 Euro Berufsausbildungsförderungsgeld kommt hinzu, dass dieser Betrag nur Studenten zusteht, deren Eltern nicht diesen Betrag für sie aufbringen können. Angenommen, deine Eltern verdienen 4.000 Euro im Monat, also als Beispiel natürlich. Ich kenne die Grenze der Eltern nicht. So, wenn die meinetwegen 4.000 Euro im Monat verdienen, dann bekommst du keinen Cent
und musst auf der Tasche deiner Eltern im Studium leben oder halt zu deinen 30 bis 40 Stunden, welche du mit Lernaufwand für das Studium in der Woche aufbringst, eben halt noch extra arbeiten. Das heißt, dass Studenten dann entweder auf der Tasche der Eltern sind und das Geld halt irgendwie kriegen, wenn die Eltern genug Geld haben, oder man muss eben seine 60, 70 Stunden die Woche, keine Ahnung, wie viel das genau ist, ich denke mal schon 60 Stunden die Woche, muss man dann mit Studium, mit Lernzeit, muss man dann da einbringen. So, das war es jetzt zum Grundwissen BAföG und zu den Streitpunkten, die es da gibt. Es gibt viele Leute, die finden, dass BAföG zu wenig ist. Es gibt auch viele, die das einfach ungerecht finden, dass die Jugendlichen, deren Eltern genug verdienen, dass da die Jugendlichen von den Eltern weiterhin abhängig sein müssen. So, das war das Grundwissen. Im nächsten Video geht es jetzt auch weiter mit den Meinungen der Parteien dazu. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte in die Kommentare und schreibt auch mal eure eigene Meinung da rein. Ist das gerecht? Ist das ungerecht? Was haltet ihr dazu? Äußert euch mal.